Monster am Start für euch und ich wünsche euch erstmal ein funky Wochenende. Ich hoffe, dass ihr es gut überstanden habt, eure Woche, eure Schulwoche, eure Arbeitswoche. Und ich denke mal, dass ihr jetzt ein schönes, langes Wochenende habt, alle zusammen. Schönes Pfingstwochenende. Und ja, ihr seht schon, es gibt mir wieder Blobs. Ein Blobs-Gameplay vom lieben Liam, einem meiner lieben Abonnenten. Wir zocken fast wirklich jedes Wochenende zusammen. Und ja, erreicht hier einen richtig geilen Score, ich glaube 70 oder 57, keine Ahnung, werden es dann sehen zum Schluss. Aber das soll ja jetzt nicht Thema sein. Zum einen gibt es erstmal eine Info, am Samstag, den 26.05. gibt es wieder ein Battlefield 3 Server. Auf der PS3, Servername wie immer Bimons Welt. Wir werden die ganze Zeit Rush spielen, ich denke mal mit 200% Tickets oder mehr. Also 200 ist Minimum irgendwie. Also, wenn ihr Bock habt irgendwie zu leveln oder so, könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Ja, bestimmt den ganzen Abend da verbringen und den ganzen Nachmittag. Ich glaube mal so 14 Uhr werde ich loslegen, werde ich den Server dann mieten und dann ganzen Abend, also den ganzen Tag, die 24 Stunden, komplett nutzen kann ich das sowieso nicht, aber wir werden das schon schaukeln, das Kind. So, ja, warum gibt es einen Commentary? Ich habe mal ein bisschen was überlegt, ein bisschen was ist mir durch den Kopf gegangen in letzter Zeit und ich finde einfach, wir sollten langsam mal als Community etwas mehr zusammenwachsen. Und uns auch mal gegenseitig etwas unterstützen und darum möchte ich jetzt ganz herzlichst den Killer Chris unterstützen, denn er hat vor, bei einem Gewinnspiel mitzumachen, bei dem man eine Full HD Capture Card gewinnen kann für den PC. Er hat dazu schon ein Video gemacht, auf seinen Kanal hochgeladen und ich werde das Video auch unten verlinken. Ich würde euch sehr bitten, wenn ihr dieses Video jetzt seht, auch mal auf das andere Video zu klicken, euch das anzugucken. Denn er hat versprochen, wenn er den ersten Platz gewinnt und den zweiten Platz, das sind jeweils eine Full HD Capture Card, dass er eine davon verlost an seine Abonnenten. Und ich finde einfach, wir sollten dann schon mal so zusammenhalten und mal zu zeigen, dass wir wirklich mal eine Community sind, also eine Gemeinschaft sind, die auch was zusammenreißen kann. Denn ganz ehrlich, wenn er schon so nett ist und seine zweite Capture Card dann an Abonnenten raushaut, sollte man doch schon mal die Arbeit würdigen. Ich meine, der macht das ja auch neben seinem normalen Beruf, dann solche YouTube-Videos. Und ich weiß selbst, wie zeitaufwendig das ist. Also viele denken, hätte es hier in so ein 20-Minuten-Video ist so in einer Viertelstunde getan oder so. Also ich kann es euch jetzt ganz ehrlich sagen. Ich brauche circa, ich habe das jetzt mit einem Kumpel ausgerechnet. Wenn ich ein Video mache von 3 Stunden Länge, also insgesamt 3 Stunden aufnehme, brauche ich ungefähr 8 bis 9 Stunden in der Nachbearbeitung. Das heißt, Ports schneiden, bearbeiten, rendern, hochladen, noch länger teilweise. Also, ihr wisst teilweise, wenn ihr wirklich dann schon denkt, ja, so 20 Minuten für so ein Video reichen zu, ihr wisst teilweise gar nicht, was das für eine Arbeit ist, die man sich da macht mit den ganzen YouTube-Videos. Aber es macht ja wiederum Spaß und man macht es auch gerne für seine Abonnenten. Ist ja klar, aber ich finde, man sollte ihn doch schon unterstützen bei der Aktion und ich hoffe auch, dass er es ganz ehrlich gewinnt, weil was will man denn mehr? Gerade für Leute, die jetzt mit Videos anfangen wollen. YouTube wächst immer mehr, Let's Player kommen immer mehr dazu. Es wäre die perfekte Chance, um vielleicht so ein Aufnahmegerät abzustauben. Und ich kann es euch wirklich bloß empfehlen. Schaut mal vorbei bei ihm. Er macht auch andere Sachen, macht auch Giveaways zu anderen Sachen. Da hat er schon jetzt die Videos gezeigt mit diesen übelst geilen Metallplatten, die er da fräst. Also kann ich euch den Kanal wirklich bloß empfehlen, falls ihr den jetzt noch nicht kennt. Und ja, das zweite ist eine Aktion, die der liebe Commander Krieger bald starten will. Denn im letzten Livestream, ich glaube am Sonntag war das, hat er gesagt, dass er bei einer Aktion mitmachen will, wo eine amerikanische Seite, glaube ich, ein Preisgeld von 7500 Euro an den Gewinner rausholt. Und das ist so eine Art Voting-System. Da kann man 10 Mal pro Tag voten für jemanden. Und ja, es wäre nicht okay, wenn er nicht sich was überlegen würde dazu. Und er möchte halt die ganzen 7500 Dollar, so ungefähr, wie ich hatte gesagt, ich glaube 5000 noch was Euro, in seine Abonnenten investieren, nenne ich jetzt mal. Also er will im nächsten 24 Stunden Livestream will halt das komplette Geld raushauen, und zwar in Form von Sachpreisen. Das heißt, in Spielen, in Gamepads, in Konsolen teilweise. Er will auch PCs kaufen und sich zusammen basteln lassen, also ich würde mich echt freuen, wenn ihr ihn da unterstützen könntet und ihn da bisschen um die Arme greift mit Voting und so. Vielleicht gewinnt das ja, vielleicht hat er Glück. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Nicht, weil ich selbst was davon haben will. Ich rufe mein Zeug selbst. Also wäre das gleich, ob ich jetzt irgendwas davon kriegen würde oder nicht. Ich würde es wahrscheinlich eh zu meinen Abonnenten dann irgendwie abgeben. Und die das dann als Giveaway geben.
Aber ich würde es mir halt auch für euch wünschen, dass ihr da vielleicht Glück habt und vielleicht was gewinnen könnt im 24-Stunden-Livestream. Denn ich finde die Idee wirklich richtig geil. Von 5.700 Euro oder 5.000... Ich glaube 5.700 müssen das gewesen sein, glaube ich. Kann man wirklich so viel Zeug kaufen. Das sind ja schon Massen Gamepads. Konsolen kriegt man auch mindestens 10 zusammen. Und hat man immer noch Geld übrig. Also, ich würde mich wirklich dann für ihn freuen, wenn er das Geld gewinnen könnte. Und vor allem, ich finde es richtig geil von ihm, dass er dann das Geld auch komplett an seine Abonnenten raushaut in dem Sinne und halt das Zeug als Sachpreise da rausknüppelt. Finde ich wirklich richtig fett. Also, Hut ab, das haben wirklich nicht viele drauf. Ich sag relativ oft wirklich. Naja. So, das war erstmal jetzt das Community-Zeug und ich finde auch allgemein sollten wir mehr zusammen machen. Also ich habe jetzt schon gesehen, dass viele Abonnenten mich mal anschreiben oder viele andere Let's Player, ja, was könnte ich denn besser machen und so. Ich finde einfach, man sollte dann auch sich mal die Zeit nehmen, dass man auch denjenigen da etwas um die Arme greift. Okay, bei großen YouTubern, die dann hier so 20.000 Abonnenten plus haben und dann 100 Nachrichten in einer Stunde kriegen oder so, sehe ich das ja ein. Das ist jetzt nicht so die große Zeit, aber bei solchen relativ kleinen YouTubern mit so 1000 Abonnenten, wenn sie dann so ein paar Tipps geben, wird es euch auch jetzt schon Tipps gegeben, was man teilweise an Kanälen verbessern könnte vom Design her. Ich bin ja selbst so ein kleiner Grafikdesigner und ja, ich dachte, wir sollten ein bisschen mehr zusammen machen. Ich mache sehr viel mit meinen Abonnenten, ist mir jetzt so aufgefallen. Ich zocke wirklich fast dieses Wochenende mit Paul und ganz einfach, warum nicht? Ich sag's ganz ehrlich, ich hätte so groß gar nicht Bock, das dann zu machen, wenn dabei auch keine neuen Bekanntschaften da rausspringen könnten. Und ich habe jetzt wirklich in einem halben Jahr, wo ich jetzt Videos mache, hier... Also meine PSN-Liste ist fast voll, sagen wir es mal so, ne? Man kann es nicht mit allen spielen, das ist auch schade drum, aber... So die üblichen Verdächtigen, wie jetzt hier der Liam, mit denen ich eigentlich wirklich fast jedes Wochenende spiele, egal ob es Battlefield ist, oder der Martin, mit dem zocke ich auch Battlefield, Black Ops... MW3 manchmal. Also, ich kann es euch wirklich bloß empfehlen, wenn ihr irgendwann mal Bock habt, Videos zu machen, macht was mit euren Abonnenten, wachsen ein bisschen zusammen, auch wenn ihr untereinander irgendwie Videos machen wollt, sucht euch Leute, die ungefähr gleich groß sind wie ihr, also so, bei mir waren es jetzt derzeit so 200 bis, ich würde sagen so 200 bis 500 Abonnenten würde man so da gehen, und macht was zusammen, macht einfach irgendwie cooles Duel-Commentary oder so, wo über irgendwas redet, was derzeit so im Raum steht. Ich finde einfach, wir sollten aufhören, uns irgendwie voll zu beefen und voll zu giften und einfach mehr dann zusammen machen und wirklich mal zeigen, dass wir eine Community sind und uns Sachen zusammen bewegen können. Ich habe jetzt auch schon bei einigen gesehen, dass jetzt Duel-Commentaries machen und ich finde die Sache auf jeden Fall richtig geil. Und ich hoffe, dass demnächst dann mehr davon kommt. Wer jetzt auch, ich glaube dieses Wochenende mit dem Martin ein lustiges Duel-Commentary aufnehmen, haben wir schon geplant. Auch wenn er jetzt kein YouTuber ist, aber ich finde trotzdem kann man sowas mal mit seinen Abonnenten machen. Denn am Ende sind es die Leute, die einen so gesehen am Laufen halten, die irgendwie Leute rankommen, die auch Abonnenten werden könnten oder so. Also, meine Meinung, Leute, wenn ihr YouTube-Videos macht, dann macht auch was mit anderen YouTubern. Und seid nicht so eigenbrüderisch und macht bloß euer Zeug alleine. Ich hab's gemerkt bei meinem Let's Play Together mit meinem Kumpel hier, es ist... Es macht viel mehr Spaß, auch teilweise, wenn man Sachen zu zweit zocken kann. So, hier schönes Triple Feed von mir. Und, oh, noch einer. Wow, der geht hier ab. Jetzt geht's los. Und, ja, ich finde einfach, wachsen mehr zusammen, macht mehr zusammen. Wie gesagt, unterstützt die beiden, den Killer Chris und den Commando Krieger bitte, dass sie die beiden Challenges reißen können. Und ja, das war's mit dem Commentary mit einem... Mist, ich hab's nicht gesehen. Na egal, ihr könnt es ja auch angucken. Das war's von mir. Haut rein, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.